viel Spaß bei deinem Dienstplan. Abfahrt. Ach, ich freue mich ja. Ey, also ganz ehrlich, Lucy, ich freue mich, wenn das alles klappt morgen. Weil ich muss dir was morgen noch erzählen. Also das ist so überraschend. Das ist... Habe ich gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber hey, krass. Nächste Haltestelle, Oberhof. Jawohl. Naja, es ist eigentlich ist es egal, welche Version ich mir hole. Es gab nämlich was, es gab unerwartet was auf mein Konto. Völlig unerwartet. Also, ach, Assi ist das nett. Das haltet für jedermanns Ohren. Ich red halt. Es lohnt sich halt nur, ne? Das weiß ich halt. So. Haben wir wieder auch. Nee, schon wieder. Eine Einzelfahrt, bitte. Hab's ja jetzt auch gerade allgemein gesagt. Nee, es ist schon was Tolles, ne? Also. Freu. Hätte ich so auch nicht gedacht. Ja. Durch Zeitung austragen. Für den Monat. Ah ne, vom September. Sogar ja, vom September. Bonus bekommen. Frag mich nicht wieso, weshalb. Ich habe halt nur gesehen, da ist ein Bonus drauf. Und... Ja. Doch, für gute Arbeit. Ja. Deswegen sage ich ja. Ja. Ja, das war das große Geheimnis. Deswegen wollte ich das eigentlich für Final Fantasy dann investieren. So, was haben wir noch? Eine Minute, wunderbar. Jo. Ja, aber ich wusste halt nicht, ob es noch für den Monat geht, verstehe ich? Das war halt so mein... Genau. Aber die Frage war halt... Können wir es vorziehen oder können wir es halt nicht vorziehen? Jetzt kann ich mir halt sogar das, das Westbalkan-DLC quasi auf die Platte laden und, wie heißt's? Das Final Fantasy auf die Festplatte. Achso. Ach, guck mal. Michel ist auch unterwegs. Moin, moin. Grüße gehen raus. Viel Spaß bei deinem Dienstplan. Ach ja. Komm, wir spionieren gerade mal, wer da noch auf OMSI unterwegs ist auf Twitch. Keksi ist ja auch online, meine Liebe. Grüße gehen raus. Könnt ihr jemand bei ihr gerade mal in den Chat reingehen und sagen einfach mal schöne Grüße von Bartalo? Der denkt gerade an sie. Mit Grüßchen. So. Psst.
Keksi zockt nämlich auch gerade momentan. Pidi, moin. Schön, dass du da bist. Na? Wie geht's so? Wie geht's dir? Oh, schön starten die Mittwoch. Hast du nachher Lust ein bisschen mit auf Force the Multiplayer mitzumachen? Hallo. Moin moin. Wir wollen nämlich noch auf Silver Run heute ein bisschen machen. Nicht wirklich. Da muss ich ja nachher alles alleine machen. Kann ich aber auch verstehen. Ist ja alles okay. Ich meine, letztes Mal haben wir ja auch den Mod benutzt, ne? Den starken Farmer, ne? Den darf man ja auch nicht benutzen. Heute ist alles mit Maschinen angesagt. Darum freue ich mich so. Daher muss ich wieder ein paar Mods aktivieren, dann passt das. Nächste Haltestelle. Jovi Platz. Aber wenn ich fragen darf, was steht denn bei dir heute so an? Oder was generell, was steht denn bei euch so an? An diesem tollen, schönen, frostigen Mittwoch. Ne, nicht Mittwoch, Dienstag, ne? Dienstag, Freunde. Haha, genau. Hätte man jetzt Mittwoch. Oh, Lucy, ich glaube, du wirst mich zusammen scheiße. Junge Herrgott im Himmel. Gleich dran ich auf Arbeit stehen, obwohl ich frei habe. Ach, wärst du hier in der Nähe, hätten wir auf jeden Fall eine halbe Stunde schnacken können. Oh, Gartenarbeit. Ganz schön kalt, oder? Gerade essen und dann bestimmt jagen und sammeln. Oh, das ist heftig. Ja, also es kann sein, dass ich Red Dead Redemption nochmal neu anfange, dass ich das Tutorial mal da reinbekomme. Oh, so. So, ah, da muss ich korrigieren. Eigentlich hätte ich dieses Wochenende Urlaub gehabt. Ach so. Okay. Sag mal nur so eine. Hättet ihr. Oder. Jetzt mal nur speziell für YouTube eigentlich mal so gedacht. Hättet ihr Lust, dass wir mal die Story auf YouTube einfach mal aufnehmen? Oder würdet ihr sagen, nee, kennen wir schon, braucht man nicht. Kann ich verstehen, es gibt ja genug, die das bei sich auf dem Kanal haben. Von Red Dead Redemption. Weil ich will ja im Ende August, will ich ja anfangen mit dem Roleplay. Zu alt, ja, glaube ich. Also dann würde ich sagen, mach mal lieber das Roleplay mit Fanta, was ich da am Start habe. Wie gesagt, wenn man morgen das Ganze, er sagt ja, das Einrichten dauert 10 Minuten, aber ich würde halt vorher das Final Fantasy erst machen und dann dieses Roleplay, weil es geht alles auf die Festplatte. Ja, und ja, genau. Nächste Haltestelle. Gildenstraße. Da kommt ja wieder eine Schlärmaschine. Hallo. Ja, das ist so. Ich hatte die Möglichkeit gehabt, beim Sachsenbauer mitzumachen, aber ich hab's irgendwie, ja. Zeitlich hat es nicht hingehauen wegen der Community-Rennen. Auch wegen Samstag.
Ich hätte echt, es wäre echt geil gewesen, wie gesagt, hätten wir das vorher gemacht. Oder am Feiertag. Es wäre, ja, hätte mir das eher gepasst. So als Mr. X wäre ich dann da gewesen, aber ja. Eduard Michaelis Haus. Weil, warte mal, wir hatten das gerade mit dem, ach, Tom, du hast es mit dem Skript gerade geschrieben, ne? Hallo. Ja. Oh. Nein, ach, um Gottes Willen. Nein, nein, Lucy, das ist auf jeden Fall nett. Nein, 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 alles nein. Pass auf. Also wegen einer Stunde oder einmal in der Woche dafür muss ich ja investieren. Ne? Das lohnt, muss sich ja lohnen. Ihr wisst, ich zock gerne jeden Tag Omsi, ich zock jeden Tag gerne eine Runde ATS. Allerdings ist es auch so. Dass ich halt ein kleines Streaming-Programm einfach haben will. Ich will nicht durch jeden Tag mit anderen Spiele durchsteppen, ne? Wie es bei manchen halt. Oder. Wie es halt manchmal so ist, ne? Schön gemütlich einfach, wenn du sagst 8 Stunden, 8 bis 6 Stunden, dann kannst du ruhig dann zocken. Die Frage ist halt bloß wann. So. Zeiten stehen ja fest. Ja, und hast so ein kleines Programm. Final Fantasy 14 wird sich perfekt für Freitag der 13. passen. Also, das freut mich sowieso. Ja, also das ist perfekt dafür. Freitag der 13. und hast nicht gesehen. Mega geil. Lucy, ob das für mich das richtige ist? Ich stehe normal auf Fantasy. Ich zock Harry Potter. Ich habe schon einen weiblichen Charakter. Ist nämlich ein schöner Übergang. Tom, weil ich dir nämlich auch gerade noch erzählen wollte, könnt ihr vielleicht euch beide ein bisschen. Könnte vielleicht interessieren. Wie gesagt, ich habe es schon mal erwähnt, dass ich mal. In jüngeren Jahren, Jugend, meine Geschichte geschrieben habe und deswegen fällt mir Geschichte schreiben, Skript oder sonst irgendwas ziemlich leicht. Deswegen, ja. Was will ich jetzt eigentlich damit sagen? Weiß ich manchmal, was das für eine Arbeit ist, ne? Ja, das Spiel habe ich leider nicht. Hallo. Das habe ich leider nicht. Hallo Busfahrer. Okay, gib mir ein Ticket für eine kurze Fahrt. Jo, Manfred. Dankeschön. Weil ich, wie gesagt, die Geschichte, wo ich damals geschrieben habe, ich stehe ja total auf Drachen, echt. Oh, nö. Also, ich stehe voll auf Drachen, ne? Ich mag Drachen. Also, als damals der Film Aragorn rausgekommen ist, habe ich mir gedacht, ey, was für ein Arsch, und wirklich, was für ein Arsch hat mir da, die Idee gemobst, ne? Also, die. Nächste Haltestelle. Beckstraße. Ja, also wie gesagt, nö. Lucy, es wird auf. Guten Tag. Ach.
ich erzähle dir mal was anderes, ganz kurz. Star Wars The Old Republic. Auch MMOG, Online-Spiel, ja. Und ich habe mein halbes Jahresabo geholt, weil ich dachte, ich wäre bereit für die damals Ocean Load, oder wie ist es? Da kam ein neuer Sith, ein alter Sith raus auf jeden Fall. Und ich wurde ja auf 65 oder aufs Level 70 runtergebannt, runtergeschraubt, weil ich schon Level 75 war. Wie sagt man so schön? Ich war halt Abonnent gewesen. Halbes Jahr gekauft und dann habe ich nur gezockt. 2 Monate. Den Rest habe ich halt laufen lassen. Mir ging es nur um die Kartellmarken, ja. Jeden Monat habe ich mich kostenlos über meinen TAN-Generator angemeldet, den du da mitbekommst, dass du geschützt bist. Und hast halt die 100 Kartellmarken umsonst quasi bekommen. Mach das einmal im Jahr, dann hast du 1200. Ja. Da waren 60 Euro auch einfach weg. Ja, wenn sie weg sind, sind sie weg. Kann ich auch nichts dafür. Aber was ich einfach damit sagen will, Lucy, ist einfach, dass ich, dass wir das auch ziemlich oft offscreen spielen werden, ne? Deswegen. Weil es gibt viele Fragen, vieles, was ich zu verstehen habe. Und ich werde auch vieles wieder vergessen, glaub mir das. Man muss schon dreimal, viermal das erklären. Hey, nix denn. Nee, nix für eine Stunde zocken, also. Nächste Haltestelle. Martin-Luther-Kirche. Nee, also dann lohnt sich wirklich nicht, das zu holen, ne? Das, hallo? Ja, das lohnt sich nicht wirklich, ne? Wie gesagt, ich habe schon so viel Positives über dieses Spiel gehört und ich schaue ja schon sehr vielen. Also, wie gesagt, nicht nur dir schaue ich zu, aber ich habe... aber weil es gerade so schön gepasst hat, ne, dass wir uns so gut verstehen, habe ich einfach... Ich reiß dem Kassensystem kleine Deckel ab. Eieiei, nein. Was ich damit sagen will. Ich habe mich entschieden. Das bleibt jetzt dabei. Und wie gesagt, wenn es halt abends mal bis 0 Uhr geht und der Stream ist halt schon vorbei, dann ist es halt so. Dann zocken wir halt einfach mal weiter. Das habe ich auch damals bei SWTOR gemacht, wo ich das kennengelernt habe. Da war ja damals noch JD dabei gewesen. Ich habe gesagt, lass uns das erstmal offscreen da so ein bisschen anzocken. Ja, das sind ein paar Tage. Also da war ich ja noch nicht so viel wie jetzt an Videos. Da hatte ich ja noch mal einen alten Kanal gehabt mit den ganzen anderen alten Videos. Aber das ist so... Es war so unstrukturiert. Ach, nee. Also wenn wir einen geilen Charakter erstellen, also wie gesagt, ich kenn's halt nicht, ne? Aber wie gesagt, wir erklären das morgen, dann schauen wir einfach mal. Ich weiß halt nur, es ist was da, Moneten sind da, ne? dass das investierbar ist und gut ist. Ja, das stimmt. Ja, wobei, es ist vertretbar. Also, ich habe Star Trek Online, ich habe SWTOR und jetzt Final Fantasy. Ich kann nicht alle drei Sachen laufen zu lassen. Also, was siehst du aus der Konsequenz? Ganz einfach. Eins lässt du laufen, eins wirst du spielen. Und wenn es halt die 3 Jahre halt sind, dann passt, dann ist es halt so. Und wenn du halt dann mal kein Abo hast oder das halt nimmst, dann ist es halt auch so. Nächste Haltestelle: Berliner Straße.
Oh, jo. Ich sehe mich gleich wieder blitzen, wisst ihr das? Ja. Weißt du, wenn ich mir das neue FIFA angucke, ja, wie das teuer ist, dann ist das ein Witz dagegen. So ist das mein Vergleich, ne? Also. Lukas, schönen guten Morgen, schön, dass du da bist. Also für manche Spiele ist es schon richtig heftiges Geld, ne? Also, aber dafür steckt ja auch eine Menge Entwicklung dahinter. Das muss man auch verstehen. So wie bei Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy so in der Art gab es noch nicht, deswegen habe ich mir das Ganze auch vorbestellt, ja. Aber das zweite werde ich auf jeden Fall nicht machen. Das weiß ich jetzt schon. Nächste Haltestelle. Berliner Straße. Weil vor kurzem habe ich nämlich auch die Story nächste zu Ende gezockt. Fritz-Thaler Straße. Wie gesagt. So. Moin. Moin. Bibi. Ich hab mein Handy in der Küche liegen lassen, ich kratz ab. Ja gut, dann konnte ich mich ja lang melden. Weil guckt euch doch mal Sims 4 an, ne? Ey, da gibt's noch... Ich muss nur mal mein Handy holen. Da gibt's so viel Potenzial, also so viel, was du da machen kannst. Das ist für mich zum Beispiel, wo ich sag, ja, da kannst du auch ziemlich viel Zeit investieren. So, da haben wir gleich die Endhaltestelle erreicht. Ich weiß halt nur, als ich der Elder Scroll Online mal angezockt habe, ne? Meine begreift mal das Beispiel. Ah, dieses Craften zum Beispiel. Für so und so viel Goldtaler hast du das einfach deinen Platz erweitern können. Du hast dies erweitern können, du hast das erweitern können. Weiter geht's dann aber erst im zweiten Teil. So. Ist das so?